Von Molekülen zu Galaxien. Von Mikrokosmos zu Makrokosmos. Von physikalischer Chemie zu Astrophysik. InnoFSpec Potsdam verbindet das, was scheinbar am weitesten auseinanderliegt. Eu uso espectroscopia 3D com fibras ópticas para estudar detalhadamente galáxias e regiões do universo que apresentam intensa atividade de formação de estrelas de alta massa. J'utilise un spectrographe à fibre optique pour l'analyse d'échantillons biologiques pour la recherche médicale. InnoFSpec Potsdam, das ist neu, einzigartig, ist Zukunft. Die Vision? Innovative optische Fasern mit optischer Vielkanalspektroskopie in einem Forschungsgebiet zusammenzuführen. Eine neue Ära in der photonischen Sensorik hat hier begonnen. Hier arbeiten wir mit der Photonendichtewellenspektroskopie, um die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Nanomaterialien zu charakterisieren. Dazu verwenden wir intensitätsmoduliertes Laserlicht, was über Faseroptik in die Probe eingekoppelt wird. Deren Amplitude und Phase werden über einen phaseoptischen Detektor charakterisiert. Auf Basis der Strahlungstransporttheorie, die ursprünglich im Rahmen der Astronomie entwickelt wurde, können nun Absorptions- und Streukoeffizienten dieser Probe bestimmt werden. Wir leben im Jahrhundert der Photonik. Das neue Zentrum InnoFSpec Potsdam bietet uns einzigartige Möglichkeiten für Weltklasse-Photonikforschung. Das AIP, das Astrophysikalische Institut Potsdam. Und die Physikalische Chemie der Universität Potsdam bilden das Zentrum für Innovationskompetenz InnoFSpec. Internationale Spitzenklasse auf dem Forschungsgebiet der faseroptischen Spektroskopie und der chemischen Sensorik. Weltweit eine einzigartige Kombination. InnoFSpec konzentriert sich auf zukunftsorientierte Forschungsthemen, die in den nächsten Jahren Innovationen mit signifikanten Marktchancen versprechen. Zahlreichen Nachwuchswissenschaftlern wird die Chance für eine herausragende Karriere geboten. In der Multikanalspektroskopie entwickeln wir hochspezialisierte Faserbündel, bestehend aus Hunderten von einzelnen optischen Glasfasern. In dem finalen Instrument werden wir damit mal 40.000 Spektren simultan messen können. Das ist für ein astrophysikalisches Experiment zur Bestimmung der dunklen Energie im Universum. Aber ebenso können solche Entwicklungen benutzt werden für die chemische Sensorik oder zur Analyse von biologischen oder medizinischen Proben. Wir leben heute im Zeitalter der extremen Spezialisierung. Die Strategie von InnoFSpec Potsdam dagegen setzt auf interdisziplinäre Zusammenarbeit und eine enge Kooperation mit der Wirtschaft, ein Schlüssel für die Innovationskompetenz der Zukunft. InnoFSpec bringt ausgezeichnete Wissenschaftler mit internationaler Erfahrung zusammen, um die Forschungsschwerpunkte innovative Fasersensorik und Vielkanalspektroskopie interdisziplinär voranzutreiben. Integral Field Spectroscopy creëert ongelooflijke nieuwe mogelijkheden om nabije sterrenstelsels als deze te bestuderen, omdat we de snelheden en de chemische samenstelling van de individuele sterren in dit stelsel kunnen meten. Mi interés principal es estudiar las propiedades de las micelas de caseína en leche utilizando la técnica de espectroscopía de fibra óptica. Ich nutze die Photon-Dichtewellenspektroskopie zur Untersuchung von roten Blutkörperchen. Zajmuję się tworzeniem nowatorskich cienkowarstwowych sensorów polimerowych do zastosowań w systemach światłowodowych. Die einzigartige Kombination von Vielkanalspektroskopie und faseroptischer Sensorik ist der Schlüssel für Exzellenz und wissenschaftlichen Erfolg, für Wachstum und Nachhaltigkeit. InnoFSpec Potsdam betritt faszinierendes Neuland. Wir laden Sie herzlich ein, uns auf dem Weg, from Molecules to Galaxies, zu begleiten.